Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Mega Man 4. Ich habe ein bisschen vorgespielt, das heißt also, weil mein letztes Passwort, was ich ja hatte, was? das hat uns ja an den Anfang nach den Great 8 geschickt. Ich hoffe, das ist verständlich. Und dann haben wir ja schon ein Level gemacht. Dann waren wir im zweiten, in dem ich jetzt auch bin. Und da ist ja mein NES abgeschmiert. Und da habe ich jetzt hingespielt, in das Level. Wir sind da jetzt noch ganz am Anfang, nicht da, wo ich aufgehört habe. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Denn ich habe mir, wie schon gesagt, den Blinking Light Wind Mod gekauft. Der ist angekommen. Und ich habe ihn eingebaut. Und die Cartridge ist sehr, sehr stramm da drin. Ich habe, also als ich die das erste Mal reingeschoben habe, habe ich echt Probleme gehabt, die erstens überhaupt reinzuschieben und zweitens dann wieder da rauszukriegen. Aber jetzt, mittlerweile geht's dann. Es ist immer noch sehr, sehr stramm und es ist immer noch eine Friemelarbeit, das da rauszukriegen. Aber lieber Friemelarbeit als abstürzendes Spiel. Und zusätzlich habe ich auch noch die Cartridge mit Isopropylalkohol gereinigt. Und es sollte jetzt eigentlich nichts schief gehen. Ich habe noch einen Bonbon im Mund. Ja. Wir machen einfach mal nicht weiter, wir fangen erstmal an. Wir haben heute übrigens den 14. Wir haben heute übrigens den 14.05. Ja. Aha, der hat sogar was liegen lassen, aber das brauche ich nicht. Aber die Seite, die rechte Seite ist echt angenehmer. Ach man, komm. Scheiße. Dann gehen wir wieder auf die rechte Seite. Ich weiß auch gar nicht, ob es da wirklich Passwörter für gibt, für die Stage, in der wir jetzt hier sind. Weiß ich nicht. Ach man! Ich habe lange nicht mehr gespielt. Man merkt's. Ich hänge im zweiten Screen. Ha! Dankeschön. Ich hoffe, man hört die Autos nicht allzu laut draußen. Oder allzu sehr, so ist das eher richtiges Deutsch. Weil ich habe das Fenster offen. Ja. Verpasst. Wichtig, abspringen. Ganz wichtig. Okay. Dann machen wir wieder auf den Buster. Aber mal gucken, ob ich das genauso verkacke wie beim letzten Mal. Ja, das war falsch. Ich muss direkt rüberspringen. Fick dich doch. Und nochmal. So. Erst die Blöcke angucken und dann handeln, Julia. Okay. Sehr schön. So, und hier sind wir jetzt an der Stelle, wo das letzte Mal die Cartridge abgeschmiert ist. Da habe ich schon gesagt, guck mal, eine Fledermaus und dann war es vorbei. Boah, eine große Energie. Brauchen wir das jetzt zwar nicht, aber gut. Wir brauchen hier auf jeden Fall Mr. Coil. Was ist da los? Achso, das war wahrscheinlich... Der war wahrscheinlich zu nah an der Wand dran. Ich lade mal den Jet auf. Man weiß ja nicht, was hier noch kommt. Ich nehme jetzt nochmal Coil. Ich sag mal, einen Coil kann man auch
durch Chat ersetzen. Uiuiui. Die brauchen wir eigentlich nicht. Uiuiui. Brauchen wir auch nicht. Ich hab Angst. So. Ja, ich habe für dieses kleine Hups-Überwindungsding habe ich jetzt das verbraucht. Das habt ihr richtig gesehen. Da könnte man jetzt hingehen, ne? Also ich mache erstmal so. So. Und dann gehe ich hier nochmal runter. Und dann falle ich da runter. Ist doch klar. Wie sollte man es auch sonst anders machen? So, du. So. So, so. So. Nee. Dann muss ich da von oben runterfallen. Ich möchte das gerne haben. Ich möchte gerne so gut aufgeladen sein, wie geht. Coil. Ne, machen wir hier Jet. Den damit. Und Coil. Dann da unten mit. Ihr könnt auch einfach reinlaufen. Was haben wir hier? Oh, das ist ein Energietank. Ach, fick dich doch. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das hat mich getroffen. Okay. Den Energietank. Ach, den Energietank. Den. Mega Man, du bist zu fett. Nee, das will ich nicht. Das möchte ich gerne. Aber, nö, brauchen wir nicht. Was ist das? Das ist doch ein Drill. Oh, guck mal einer sie. Guck mal einer sie. Dann nehmen wir uns den Energietank mit. Und hier, Drill habe ich benutzt. Benutzen wir Drill. Dann haben wir das auch aufgeladen. So. Machen wir Rutschi. Ist jetzt wieder alles da. Das wäre schön. Okay. Oh, und da ist schon die Tür. Oh, und da ist ein Leben. Mein Leben. Hm. Machen wir mal, ne? Ach, ich dachte, ich könnte mich da vorstellen. Ach so. Oh, vorher angucken, Julia. Bist du behindert oder was? Sehr schön. Ich habe gedacht, ich würde das jetzt schon wieder nicht kriegen. So, wir haben einen Energietank, drei Leben. Das ist doch fein. Gucken, was jetzt hier auf uns zukommt. Ich hätte auch vorher schon mal aufladen können. Ist auf jeden Fall grün. Ich stelle mich mal wieder in die Ecke. Bleib mal hier in der Mitte. Ach so. Da muss ich da rein. Ach du Scheiße. Thank you.
Oh, das ist echt ein beschissener Scheißgegner, ne? Nicht tot. Drill. Den wollte ich nehmen. Ich kann aber unter dem Herz leiden, ne? Ja. Okay. Was hat mich da jetzt getötet? War das das Reiskorn, was das Ding nach mir geschmissen hat, oder? What? Ey, sorry, aber diese beschissenen Rücksetzpunkte könnt ihr euch auch sparen, ganz ehrlich. Das ist doch Ranz! Aber so weit von. So, ich habe das jetzt mal so versucht. Das war's mir wert. Nochmal leben, das wäre schön. Ne, das wollte ich doch noch gar nicht. I need the drill. Ich habe das Gefühl, dass das was bringt. Das ist so unfair, ne? Das hat's voll nicht gebracht. Pharao. Ah, den kann man auch laden. Moment. Okay, das will er nicht haben. Ring! Nee, will er auch nicht. Dust! Dust ist gut! Alles klar. Ich versuche das jetzt aber nicht. Ich versuche mal noch mit Dive. Einfach mal, aber Dust ist auf jeden Fall gut. Und dann weiß ich beim nächsten Mal auch direkt, dass ich direkt losrutschen muss. Ne, das will er auch nicht. Gut, dann wissen wir, dass wir den guten, wie hieß der denn nochmal? Hell 9000 oder so? Bei 2001 gezumpelt da. Wie ist der Hell? Der hat auch so ein Auge gehabt. Nicht mehr daran gedacht. Nein. Dreckshurenvieh, ey. Ja. Ich sollte mir mal angewöhnen, dass ich vielleicht nicht die ganze Energie bis da oben zum Endboss verballer. Also, Moment. Erstmal noch hier umrüsten. Auf. Wo war er denn? Dust. Da, ganz unten. Und dran denken, unbedingt Energietrank benutzen.